Liebe Freunde, Klo Dritter ist der einzige Mensch, den ich persönlich kenne, der mal ein Unternehmen geleitet hat, das über 1 Milliarde Dollar wert ist oder war. Mittlerweile wahrscheinlich eine ganze Menge mehr. Das ist nämlich Delivery Hero. Das hat er vor einigen Jahren gegründet. Mittlerweile macht Claude ja was Neues seit einiger Zeit, Booke Tiger, also eine Vermittlung von Putzkräften. Und beides zusammen, sowie seine vorherigen Gründungen, machen Claude sicherlich zu einem der profiliertesten, erfolgreichsten und mit allen Wassern gewaschenen Gründern, die wir überhaupt in Deutschland haben. Beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, weil Claude ist eigentlich Schweizer, was man ihm aber überhaupt nicht anhört. Deswegen könnt ihr nämlich sehr, sehr gerne am 25. Februar um 18 Uhr zu uns ans GTEC kommen, um Claude bei unserer Open Lecture zu hören. Ihr werdet ihn sehr gut verstehen, er ist Schweizerdeutscher, nämlich null. Dafür hat er aber erstaunliche Geschichten zu erzählen, weil er nämlich trotz seiner Milliardengründung eigentlich kein durch und durch Kapitalist ist, auch eigentlich gar nicht zu dieser ganzen Rocket- und Klonfabriken-Mischproke passt, sondern ein sehr verständiger und intellektueller Mensch ist, der diese ganze Branche auch aus einer gewissen Distanz beurteilen kann. Und der natürlich, wie ich schon gesagt habe, in den letzten Jahren eine ganz erstaunliche unternehmerische Wandlung vor sich genommen hat, der auch sehr, sehr viel darüber weiß, was Unternehmertum mit einem persönlich macht, wie man andere Leute beeinflusst, wie man Werte schafft für andere Leute, und das ist ihm auch sehr wichtig. Wer das alles nachvollziehen können möchte, wer also wirklich mal den sympathischen Milliardär kennenlernen will, der sollte am 25.02. zu uns kommen ans GTEC und wird Claude auf eine Art und Weise kennenlernen, wie man ihn normalerweise auf den Startup-Bühnen nicht kennenlernt. Ich bin selber sehr gespannt, wie er seinen Werdegang bis jetzt einordnet und was er neuen Gründern raten kann. 25.02. 18 Uhr. Ich freue mich.